wollen wir mal nicht so geizig sein. Ich könnte auch einfach das Ding hier einfach mal einpacken und entsprechend mit rumschleppen und gucken, ob wir es irgendwo gebrauchen können. Wäre natürlich alles durchaus denkbar. So, machen wir das ganze Ding hier. Zack, 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 zack. So, dann haben wir nämlich hier vorne schön unser erstes Ding. Das können wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Machen wir mal 11 lang und führen dann hier entsprechend wieder den Zaun ein. So, und hier dann natürlich das Zaungatter dazu passend, so wie sich das gehört. So, dann möchte ich natürlich hier auf der Seite, Moment, die liebe Ho mal 1, 2, 3, 4. Das heißt, er hier sollte natürlich nach Möglichkeit weg. Nach Möglichkeit. Wir haben sogar noch ein bisschen was hiervon. Wir haben sogar noch eine Schere hiervon. Zack, zack. Und blub. Und dann wollen wir doch natürlich die beiden wieder runterholen. So. Ich finde es auch super schön, dass hier der Zaun nicht abschließt damit. Das gefällt mir sehr, sehr gut. 1, 2, 3, 4, genau. Okay, alles klar. Dann muss ich hier vorne ein bisschen was wegnehmen. Ich denke mal, das dürfte nicht so sehr stören, dass hier jetzt etwas weniger Erde dann auf der Stelle liegt. So, dann möchte ich hier natürlich noch mit rein. Und hier möchte ich mit rein. Hier natürlich auch nochmal kurz einen wegnehmen. Sehr gut, dann kommt der hier, kommt weg. Der hier und der hier. Und er hier auch. Gut. Goodie Mac, gut, gut. Dann kommt das Ding hier rüber. Zack, zack, zack. Das ist eins. Dann haben wir natürlich... Warte, das geht gar nicht. Weil das hier sind 1, 2, 3, 4 und das hier ist eine Straße. Das hier muss ja raus. Hier muss ja Wasser hin. So kann ich hier nicht arbeiten. Also echt. So kann ich echt nicht arbeiten hier. So, das heißt, da muss ich den noch einen weiter nach hinten rübersetzen. Moment. So, wo ist denn die Axt? Da. Dann würde ich den hier lieben gerne noch einen weiter nach hinten setzen. Aus dem ganz einfachen Grund. Oder lieben gerne sogar zwei nach hinten setzen. Also zwei weiter setzen. Dass ich hier nämlich, wunderbar, alles hier ein bisschen was erweitere. Und das Ganze dann etwas abgeändert wird. So, das heißt also, ich müsste dann, wo haben wir denn die Erde? Da müsste ich dann den hier quasi wieder zumachen. Liebes Schaf, du gehörst hier nicht hin. Du, lieber Erdblock, auch nicht. Dann würde ich lieben gerne nämlich das hier machen. Zack. Ja, stimmt, das kann ich nur dann machen, wenn hier Gras ist, weil ich weiß es auch nicht. Dann kommt hier wieder 1, 2, 3, 4 und zack. So wie sich das gehört. Und haben wir 1, 2 schon mal fertig. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist momentan irgendwie die richtige Zahl, um zu graben. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Könnte vielleicht Charisma sein. Wer weiß es schon. Ja, und kommt auch hier vorne schön. Okay, bis dahin zumindest. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, wir haben doch jetzt 1, 2, 3 alleine dadurch. Das heißt, ich könnte den hier theoretisch blub. Ich bin voll vor die Erdwand gelaufen. Dann könnte ich den hier eigentlich wieder zumachen. Hier eine Unterteilung machen. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte funktionieren. Muss aber nicht zwingend. Die Frage ist außerdem, ob ich das hier eventuell
einen weiter rüber setze. Aus gewissen Gründen. Und dann das hier zumache wieder. Und hier habe ich jetzt einen übrig, nämlich den hier. Den kann ich wunderbar wieder zu einem Weg machen. Wo ich dann eigentlich vielleicht hier sogar durchkommen würde. Und eben nicht da drüben. Also hier. Entsprechend nicht durchkommen. So, das kann ich schon machen. Der muss noch ein bisschen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3. Dann würde ich nach hinten raus gerne noch ein bisschen weiter. Weitermachen, ein wenig erweitern. Den ganzen Spielspaß hier. Um noch ein bisschen mehr Zeug hier drauf zu kriegen. So, bedeutet, hier geht noch eine ganze Menge Zeug weg. Quasi das komplette Ding hier. Der komplette Erdpopel hier muss erstmal weg. Du hast hier nichts mehr verloren. Das Terraforming der Menschheit wird auch dich entsprechend kriegen. So, dann würde ich gerne mal einmal den hier machen. So, dann gehen wir hier rüber, machen wir den dann hier. Dann müsste ich gucken. Das hier ist ja dann quasi das äußere Ding. 1, 2, 3. Mal den Zaun, da haben wir den Zaun. 1, 2, 3, 4. Zäunchen. Zaunkönig. Sehr schön. So, dann können wir nämlich den hier schön ein Stück weit nach hinten ziehen. Den hier können wir quasi dann überziehen. Das sind ja 10. Ich muss nur ungerade Zahlen natürlich nehmen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und hier hinten kommt dann wieder der hier hin. So, dann muss ich natürlich hier möglichst genug Erde wegnehmen, damit es nach irgendwas aussieht. Hier kann ich einen einmal bestimmt quer durch. Das gibt nochmal ein bisschen was freiere Sicht, auch auf das hintere Feld eventuell. Vor allen Dingen von der Straße aus dürfte das vielleicht sogar noch ein bisschen besser ausgehen als ohnehin schon. Dann kommt es auch noch weg. Dann ist es quasi bis hierhin. So, zack, zack, zack. Und hier drüben. Wir haben keinen Zaun mehr. Aber wir haben noch immer eine ganze, ganze, ganze Menge Holz dabei. So. Gucken wir doch mal, dass wir hier ein bisschen was von entsprechend umgemodelt bekommen. Ich mache erstmal 64. Das müsste, glaube ich, der hier gewesen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Wunderbar. Sehr gut. Haben wir noch mehr davon? Nee, wir haben jetzt noch 40, um genau zu sein. Das heißt, ich ziehe diesen Weg hier einfach mal noch ein Stückchen weiter. Bis dahin ungefähr. Dann kann man nämlich schon genau sehen, dass hier die Grenze ist von dem Ding. So, Erde und noch ein bisschen mehr Erde. Dann kommt er hier natürlich noch dazu. So, wie sich das entsprechend gehört. Dazu natürlich das allseits beliebte Gattatata. Und dann würde ich hier lieben gerne einen Endlosbrunnen hinmachen. Hier kommt übrigens noch das Dingsbumsteil hin. Und hier kommt entsprechend der hier hin. Und hier kommt dann natürlich das Bett hin, wo wir gerade nicht drinnen schlafen können. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es noch viel zu hell ist, um schlafen zu gehen. Ne? Also wenn ihr irgendwie mal mittags müde seid oder sowas, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ihr könnt mittags gar nicht müde sein, weil es ist ja immerhin noch nicht dunkel. Ja, also bitte stellt euch mal nicht so an. Es ist ja nicht so, als würdet ihr irgendwie nie wieder schlafen können. Tut mir leid. Ah, schön, herrlich, wunderbar. Wunderbar. So, dann nehmen wir den hier. Den hier können wir natürlich jetzt wegnehmen. Den können wir hier hinten immer wieder anpflanzen. Sehr gut, sehr gut. Bis dann irgendwann alles voll ist. Und The Happening eben gehappet ist. Alles klar. Dann können wir den hier natürlich rausnehmen. Und schon geht das Spielchen wieder los.
Muss ich wohl noch was weiter wegnehmen. Wegnehmen. So, alles klar. Dann freuen wir uns doch einfach, dass wir hier jetzt entsprechend noch die letzten paar Verwurstelungen anbringen können. Das hier kommt natürlich weg. Ja, stimmt, ich muss ja dann durchziehen. Weg. Bitte, liebe... Nein. Bitte, liebe Schaufel, gebe nicht sofort den Geist auf. Hat ja super geklappt. So, dann gucken wir natürlich, dass wir hier entsprechend... Sehr gut. Wunderbar. Wunderbärlich. Wunderbärlich. So, den hier können wir... Ja, den können wir sogar auch umkrempeln. Super. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen den Weg umkrempel. Das hätte fatale Folgen für alles, was noch kommen wird, eventuell. Nämlich so gut wie gar keine. Aber man möchte es ja nicht direkt auch noch übertreiben. Nicht wahr? Mit dem ganzen Zeugs und so. Ihr wisst schon. Dem ganzen Zeug und so. Da will man das natürlich nicht übertreiben. So. Ich finde es ganz cool, dass man mit der Schaufel auch so einen Weg hinzaubern kann. Einfach aus dem Grund, weil es gibt nochmal ein bisschen Variation zu dem langweiligen Gravel-Weg-Dingsbums-Teil da. Ich weiß, es gibt auch noch Mods, die da noch ein bisschen schöner sind, aber damit werden wir uns irgendwann in der Zukunft mal beschäftigen. Wenn es aus irgendeinem Grund relevant sein sollte. So. Eine neue Ho für uns. Zack. Und dann gucken wir, dass wir hier den Rest entsprechend hinkriegen. Das Ganze schön anpflanzen und dann mal gucken, was wir denn sonst noch so Tolles machen können hier und da. Das sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die ich einfach nur erledige. Einfach aus dem Spaß heraus, weil ich es kann gerade. Beziehungsweise, weil es eigentlich nicht wirklich viel gibt, was ich sonst gerade zu tun gedacht habe. Ja, legen wir doch einfach mal hier ein paar Felder mehr an. Links und rechts am Wegesrand. Was? Ugh. Jetzt geht das wieder los. Ich weiß, du bist auch ganz grausig und darauf besessen, dass ich hier nicht... dich wieder zertrampel. Habe ich eigentlich schon eine Schaufel? Ja, ich habe sogar noch eine Schaufel. Lieber kleiner Erdblock, bitte verwandle dich in einen wunderschönen Schwan. Oder etwas in der Richtung. So, dann würde ich gerne hier das Gepilze anbauen. Weil das aus irgendeinem Grund durchaus logisch für mich klingt, dass wir hier jetzt Pilze anbauen. So. Dann haben wir hier jetzt noch zwei Felder. Dann mache ich das Ganze einfach mal so. Das ist im Grund, weil ich nämlich möglichst möchte, dass es zumindest ansatzweise gleichmäßig aussieht. Hier hinten fehlt dann natürlich noch einiges. Aber naja, was soll's. So, wir haben zumindest ein bisschen weniger hiervon. Und eigentlich sollten beide Seiten dann hier dieses Zeug haben. Ob das unbedingt so clever ist, ist dann wieder eine andere Frage. Das waren jetzt 20. Dann werde ich hier jetzt nochmal ungefähr auf dieselbe Höhe gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Man weiß es nicht. Nö, das war's schon. So, dann... Nee, warte mal, ich wollte ja... Ich bin auch doof. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen. Wo ist denn die Schaufel hin? Da ist die Schaufel hin. Ich bin echt doof, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nein, falsches Ding. Okay. Nochmal wieder zurück. Der kommt hier rein. Und wird durch die Ho bitte wieder zu einem Feld umfunktioniert. So, dann würde ich gerne das hier haben. Die Erde entsprechend hier reintun. So. Oh, das hat natürlich funktioniert, ne? Das hat natürlich...
vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Es ist alles... Ah. Shit, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass hier Gras wächst? Na, so bestimmt nicht.